Für viele ist aktuell ja wieder Klausurenphase. Und wenn nicht, kommt die nächste sicherlich schnell. Und ich dachte mir, welchen besseren Zeitpunkt könnte es geben, um mit euch mal meine Klausurstrategie zu teilen? Das heißt, wie gehe ich in Klausuren vor? Wie teile ich mir die Zeit ein? All das möchte ich heute mal mit euch teilen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken und wir legen jetzt direkt mal los. Das allererste, was ich immer mache, wenn ich eine Klausur öffne, ist mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ich sehe sehr, sehr viele Studierende und auch vor allen Dingen früher in der Schule, Schülerinnen und Schüler, die einfach die Klausur öffnen und direkt anfangen zu schreiben, weil sie so panisch sind, dass sie mit der Zeit nicht fertig werden. Und klar, ich kann das auch irgendwo verstehen, aber es macht einfach nicht sehr viel Sinn. Denn stellt euch mal vor, ihr fangt mit der Klausur an und ihr schafft die ersten Aufgaben, weil ihr super schnell seid, aber aus irgendwelchen Gründen kommt ihr nicht mehr zu den letzten Aufgaben. Die letzten Aufgaben sind dann aber vielleicht die Aufgaben, die am meisten Punkte geben. Dann habt ihr unnötig Punkte verschenkt und ihr hättet ja viel mehr Punkte sammeln können, wenn ihr mit den letzten Aufgaben angefangen hättet. Und dass die letzten Aufgaben mehr Punkte geben, wisst ihr ja nur, wenn ihr euch vorher einmal alles durchgelesen habt. Deswegen erstmal alles durchlesen, gucken, was ist überhaupt von mir gefordert und welche Aufgaben sind größer, welche sind kleiner. Im konkreten Vorgehen würde ich natürlich erstmal gucken, stehen Punktzahlen am Rand. Wenn da Punktzahlen am Rand stehen, beispielsweise eine Aufgabe gibt 10 Punkte, die andere Aufgabe gibt 3 Punkte, dann weiß ich auf jeden Fall, ich sollte vielleicht mit der Aufgabe, die 10 Punkte gibt, anfangen und dann die Aufgabe machen, die 3 Punkte gibt. Außerdem gibt mir das Ganze aber auch einen guten Überblick darüber, wie viel Zeit ich für die einzelnen Aufgaben habe. Also eine Aufgabe, die 10 Punkte gibt, sollte deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als eine Aufgabe, die 3 Punkte in Anspruch nimmt. Auch dabei sollte ich bei den Aufgaben immer achten. Man kann auch tatsächlich grob runterrechnen, wie viel Zeit man ungefähr für eine Aufgabe hat. Meistens ist die Gesamtpunktzahl einer Klausur ja bekannt, die steht meistens unten drunter. Wenn sie nicht unten drunter steht, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, den man vielleicht in einer Vorlesung oder im Unterricht vorher mal ansprechen sollte. Also wie viele Punkte gibt es insgesamt und wie viel Zeit gibt es insgesamt. Wenn alle Aufgaben gleich viel Punkte geben, dann muss man ja einfach nur die Anzahl der Aufgaben durch die Anzahl der Zeit teilen. Also beispielsweise eine Klausur gibt 60 Punkte und man hat 60 Minuten Zeit, dann weiß man, jede Aufgabe hat einen Punkt. Oder beispielsweise man hat 60 Punkte, eine Aufgabe gibt 10 Punkte, man hat 60 Minuten Zeit, dann hat man für diese Aufgabe entsprechend 10 Minuten Zeit. So beim Durchgehen vielleicht schon mal grob dran schreiben, wie viele Minuten man ungefähr mit einer Aufgabe verbringen möchte. Das zweite, was ich dann mache, ist, wenn ich dann tatsächlich in die Bearbeitung reingehe, ist mir die einzelnen Instruktionen, also das, was ich machen muss, farblich markieren. Und meistens ist es ja so, zumindest in der Uni, dass eine Frage durchaus aus mehreren Teilen bestehen kann. Also manchmal steht da vielleicht, erklären Sie XY und dann erklären Sie auch noch, warum das so ist. Dann kann ich natürlich anfangen, wenn ich hektisch bin und schon mal die Aufgabe bearbeiten, weil ich sehe nur, erklären Sie und ich fange an zu schreiben. Und bin so in meinem Flow und so in meiner Panik, dass ich ganz vergesse, dass ich ja auch noch erklären muss, warum das so ist, das vergesse, zur nächsten Aufgabe übergehe und die Hälfte der Aufgabe nicht bearbeitet habe. Deswegen auch da erstmal das Erste, was ich mache, Aufgabe angucken und die einzelnen Instruktionen farblich markieren und dann, bevor ich eine Aufgabe verlasse, erst nochmal gucken, habe ich jeden einzelnen farblichen Teil auch wirklich beantwortet? Finde ich jeden einzelnen Teil in meiner Antwort wieder? Was ich auf jeden Fall auch noch machen würde, wenn ich die Klausur gerade frisch geöffnet habe und mir vielleicht gerade frisch alles durchgelesen habe, mir grob erstmal Daten und Fakten markieren bzw. aufschreiben, einfach so am Rand des Papiers, das muss ja gar nicht irgendeine Aufgabe zugeordnet sein, an die ich mich erinnern möchte bzw. bei denen ich das Gefühl habe, dass ich sie vergessen könnte. Manchmal hat man das ja so, dass man sich kurz vor der Klausur noch etwas durchgelesen hat, um das einfach so im Kurzzeitgedächtnis zu haben. Man weiß aber ganz genau, so richtig abgespeichert ist das nicht, sondern es ist wirklich einfach nur so ein Fakt, den man gerade noch so schnell gelesen hat. Und damit man den nicht vergisst, würde ich den einfach an den Rand schreiben. Einfach irgendwo hin, man kann das ja später wegradieren oder durchstreichen oder was auch immer. Aber einfach, dass es einmal kurz weg ist und man nicht mehr diese Gefahr hat, dass man es vergisst. Wenn ich während einer Klausur das Gefühl habe, dass ich mich an irgendetwas nicht mehr erinnern kann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt mir irgendwie alles Spanisch vor, ich habe keine Ahnung, was ich da ankreuzen muss oder was ich da aufschreiben muss, dann würde ich mich auf keinen Fall zu lange bei diesen Aufgaben aufhalten. Ich kenne das selber, man neigt dazu, dann da zu sitzen und irgendwie nachzudenken, was könnte das jetzt sein? Kriege ich irgendwas noch aus meinem Langzeitgedächtnis rausgekramt, was irgendwie dazu passen könnte? Aber das macht keinen Sinn, weil man verliert dadurch einfach wirklich wertvolle Zeit. Man hat einfach nur begrenzte Zeit für eine Aufgabe. Deswegen würde ich einfach selber an dieser Stelle erstmal ein Kreuz an die Aufgabe machen oder die Aufgabe vielleicht einkreisen oder einen farblichen Punkt an die Seite machen, sodass ich einfach später nochmal weiß, okay, ich habe die Aufgabe nicht bearbeitet, dass ich das direkt auf einen Blick sehe. Aber wie gesagt, ich würde mich nicht aufhalten, sondern ich würde weitermachen. Einfach zügig arbeiten und erstmal das abarbeiten, was ich beantworten kann und mich dann ganz am Ende der Klausur nochmal den Sachen widmen, die vielleicht noch irgendwie beantwortet werden könnten, wenn ich dann irgendwie noch Restzeit habe. Jetzt ist es ja so, dass man verschiedene Klausurformate haben kann. Insbesondere im Studium gibt es ja mehr oder weniger zwei große
Antwortformate bzw. zwei große Klausurformate, und zwar einmal die Multiple-Choice- oder auch Single-Choice-Aufgaben und die offenen Frageformate, also wo man einfach eine Frage hat und dann eine Antwort hinschreiben muss. Hier nochmal folgend für die einzelnen Klausurformate separate Tipps, denn ich würde in Multiple-Choice-Klausuren definitiv anders vorgehen als jetzt bei offenen Fragen. Bei Multiple-Choice ist es ja so, man hat eine Frage und dann hat man verschiedene Antwortmöglichkeiten und entweder muss man die falsche ankreuzen, man muss die richtige ankreuzen oder manchmal sind auch verschiedene Antworten möglich. Was ich als allererstes mache, wenn ich die Frage mir durchgelesen habe, ist mir in meinem Kopf schon mal überlegen, was könnte die Antwort darauf sein. Also ich versuche wirklich, zum Teil wirklich meine Augen zu schließen und kurz zu überlegen, was ist meine Antwort auf diese Frage, wenn ich sie das erste Mal gelesen habe, ohne mir die vorgegebenen Antworten anzugucken. Denn das Ding ist, in diesen Antworten stecken ja sogenannte Distraktoren drin. Also das sind einfach Antworten, die sind falsch, die sollen einen von der richtigen Antwort ablenken. Ist so ein bisschen gemein. Aber diese Distraktoren sorgen halt auch wirklich dafür, dass man oft vom richtigen Weg abkommt und die eigentlich richtige Antwort, die vielleicht irgendwo schon hier geschlummert hat, vergisst. Und das kann man eben verhindern, indem man wirklich erstmal für sich überlegt, hey, vielleicht kenne ich die richtige Antwort schon und ich muss einfach nur noch danach suchen, wo sie steht und kreuze sie an. Wenn ich die Antwort nicht direkt parat habe und mir die Antwort nicht einfällt, dann würde ich mir natürlich die Antwortmöglichkeiten angucken. Dabei würde ich dann darauf achten, ob es sogenannte Absolutwörter gibt. Das ist sowas wie immer, kein oder nie. Absolutwörter sind meistens ein Zeichen dafür, dass die Aussage falsch ist, denn Ausnahmen gibt es irgendwie immer im Leben. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen, das habe ich ja gerade selber gesagt, aber in den allermeisten Fällen kann man da eigentlich ganz gut Ausschau halten und verstehen, okay, da ist vielleicht irgendwas faul an dieser Aussage. Dann würde ich auf jeden Fall auch auf die Länge der Aussage in den Antworten achten. Je länger eine Antwort ist und je ausgefeilter ist, desto mehr Details sie enthält, desto wahrer ist sie auch in der Regel. Weil ihr müsst euch einfach mal so ein bisschen in die Lage eines Professors oder einer Professorin hineinversetzen. Wenn man sich eine falsche Antwort überlegt, das kostet ja auch irgendwie so ein bisschen Denkkraft, dann fällt einem vielleicht ein Detail ein, was man sich da ausdenken kann. Aber einem fallen vielleicht nicht 100 Details ein. Und wenn eine Antwort sehr viel länger ist als die anderen und einfach sehr detailliert und sehr genau ist, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass sie einfach richtig ist. Um die einzelnen Antwortmöglichkeiten für mich so ein bisschen kleiner zu bekommen, wenn ich absolut gar keine Ahnung habe, was denn die richtige Antwort sein könnte, würde ich auf jeden Fall auch immer diese Distraktoren, also einfach Aussagen, von denen ich sicher weiß, dass sie falsch sind, durchstreichen, damit man einfach visuell auch einfach weniger da stehen hat. Also es macht schon Unterschied, ob man zwischen 5 Aussagen entscheiden muss oder zwischen 2. Ich würde auf grammatikalische Zusammenhänge achten. Also manchmal ist es einfach auch schon so, dass die Aussage oder die Frage nicht zu einer bestimmten Antwort passen. Auch das könnte dann ein Zeichen dafür sein, dass die Antwort einfach falsch ist. Und das ist etwas, das hat mir in sehr vielen Klausuren schon den Hintern gerettet, wenn zwei Antwortmöglichkeiten ähnlich sind oder zum Beispiel absolute Gegensätze sind und irgendwie zusammengehören als Wortpaar, dann ist meistens eine dieser Aussagen richtig. Denn auch hier kann man sich so ein bisschen einfach mal in den Professor, in die Professorin reinversetzen und überlegen, okay, man stellt eine Frage, man sucht Antwortmöglichkeiten dafür, dann hat man vielleicht die richtige Antwort und dann fällt einem natürlich automatisch auch immer der Gegenbegriff dazu ein und dann nimmt man den meistens einfach noch so als falsche Antwort mit dazu. Jetzt muss man natürlich entscheiden, welche von beiden ist die richtige Antwort, aber dann konnte man ja zumindest schon mal zwei möglicherweise richtige Antworten herausfiltern. Bei den offenen Frageformaten, also bei Fragen, wo einfach nur eine Frage steht und man muss selber eine Antwort aufschreiben in vollständigen Sätzen ohne vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, würde ich ein bisschen anders vorgehen. Ich würde da auf jeden Fall erstmal darauf achten, wie lang sind zum Beispiel die Linien, die dort vorgegeben sind. Also meistens hat man ja eine Frage, darunter sind Linien, wo man dann die Antwort hinschreiben muss. Und wenn die Linien zum Beispiel sehr kurz sind, dann weiß ich, okay, da ist wirklich eine kurze Antwort erfordert, vielleicht nur 1, 2 Wörter, die irgendwie wichtig sind. Wenn da wirklich mehrere Linien sind und sehr, sehr viel frei ist bei mir, dann sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen sollte. Es gibt einem einfach so ein gutes Gefühl dafür, was der Professor oder die Professorin oder auch in der Schule der Lehrer, die Lehrerin so wirklich von einem möchte und wie viel ich da hinschreiben sollte. Auch hier würde ich nochmal die Punktzahl beachten und einfach mal schauen, okay, habe ich auch gemäß der Punktzahl entsprechend viel geantwortet. Also es wäre auf jeden Fall komisch, wenn ich am Ende eine Frage, die vielleicht einen Punkt gibt, länger beantwortet habe als eine Frage, die 3 Punkte gibt. Also die Fragen, die halt mehr Punkte geben, sollten auch deutlich längere Antworten haben. Meist, aus meiner Erfahrung, ist das Erste, was einem so in den Sinn kommt, das Richtige. Je länger man über etwas nachdenkt, desto mehr kommt man natürlich in die Gefahr, dass einem Dinge einfallen, die absolut nichts mit der Frage zu tun haben. Das heißt, der erste Gedanke, den würde ich direkt weiter verfolgen und würde ihn einmal direkt notieren. Um zu verhindern, dass man die Frage nicht konkret beantwortet, sondern vielleicht irgendwie ausschweift und Dinge beantwortet, die am Thema vorbeigehen, würde ich auf jeden Fall im ersten Satz immer die Frage, die gestellt wurde, kurz wiederholen
und dann ein Komma setzen und die Frage beantworten. Dadurch setzt man für sich einfach immer so das richtige Mindset, dass man gerade wirklich auf die Frage antwortet und nicht einfach nur was hindichtet. Und man zeigt dem Lehrer, der Lehrerin oder auch dem Prof oder der Professorin, dass man hier auch auf dem richtigen Dampfer ist und tatsächlich auf die Frage auch eingeht. Was mir auch immer hilft, das kommt aber auch total darauf an, wie man natürlich auch gelernt hat. Wenn ich mich an etwas nicht erinnern kann, dann versuche ich das Dokument, mit dem ich gelernt habe, also beispielsweise die Mindmap, die ich mir erstellt habe, oder die Karteikarten, die ich erstellt habe, oder was auch immer, versuche ich so visuell in meinem Kopf so ein bisschen abzugehen. Das heißt, ich gucke, okay, an welcher Stelle meiner Mindmap habe ich denn über genau dieses Thema gesprochen? Und dann versuche ich wirklich so ein bisschen zurückzuverfolgen und zu gucken, okay, was stand an diesem einen Zweig und was stand da? Also ich versuche tatsächlich visuell in meinem Kopf nochmal an die Stelle zurückzugehen, wo ich etwas aufgeschrieben habe und quasi mental dieses Dokument nochmal abzugehen und quasi nochmal nachzulesen, was dort stand. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass es dementsprechend sehr sinnvoll ist, mit Mindmaps zu lernen. Auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig, einfach etwas hinschreiben. Auch wenn man sich nicht sicher ist, ob es wirklich richtig ist, es ist wirklich besser, auch nur den entferntesten Guess aufzuschreiben, als gar nichts aufzuschreiben, weil man hat halt immer die Chance, dass die Antwort, die man aufgeschrieben hat, auch irgendwie noch wahr sein könnte oder dass man zumindest einen Teilpunkt bekommt für irgendeine Antwort, die man aufgeschrieben hat, als wenn man es einfach weglässt, nur weil man sich nicht sicher ist. Also wirklich, selbst wenn einem nur ein Stichwort einfällt, nur ein Begriff einfällt, aufschreiben. Es ist immer noch mehr, als es einfach leer zu lassen. Ansonsten finde ich es einfach wichtig, dass man sich am Ende der Klausur noch so 4 bis 5 Minuten Zeit nimmt, um einfach nochmal alles kurz durchzugehen. Ich weiß, dass es nicht immer möglich ist. Manchmal hat man wirklich Zeitprobleme und muss einfach abgeben. Dann ist das halt so. Aber wenn man tatsächlich Zeit hat und irgendwie ja die Chance hat, relativ zügig zu arbeiten, dann würde ich das auch machen und mir einfach diese 4 bis 5 Minuten am Ende auf jeden Fall nochmal einplanen, um einfach nochmal durchzulesen, nochmal zu kurz zu gucken, habe ich wirklich die Fragen beantwortet? Habe ich sie ausreichend beantwortet? Fehlen da vielleicht noch einzelne Details? Kann man verstehen, was ich dort beantwortet habe? Habe ich vielleicht am Thema vorbeigeschrieben? Ging es vielleicht um was ganz anderes? Einfach das würde ich alles nochmal abdecken und erst dann würde ich abgeben und dabei dann auch ein gutes Gefühl haben und nicht im Nachhinein noch über die Klausur immer nachdenken und überlegen, hey, was habe ich aufgeschrieben? War das falsch? War das richtig? Das macht keinen Sinn. Wenn man die Klausur abgegeben hat, dann hat man sie abgegeben und dann ist es auch fein und dann muss man sich nicht weiter damit beschäftigen, weil in dem Moment kann man einfach auch nichts weiter dran ändern. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video zum Thema Klausurstrategien. Schreibt gerne mal eure besten Tipps für Klausuren in die Kommentare, dann können wir ein bisschen das Schwarmwissen ausnutzen. Abonniert gerne diesen Kanal für weitere Lernvideos und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!